Herr Germann, 1:1 Unentschieden, wäre mehr drin gewesen? Ja, aber ich glaube, es wäre für beide Mannschaften mehr drin gewesen, weil beide Mannschaften haben jeweils in der zweiten Halbzeit eine hundertprozentige Chance liegen lassen. Dann gab es noch zwei vermeintliche Elfmetersituationen, die man sich im Video anschauen muss. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften aufgrund der kämpferischen Einstellung heute auch einen Punkt verdient hatten. Und wir können auch ganz gut damit leben, wenn man bedenkt, dass 5 Spieler von uns gestern in der U19 waren. Also das hat man dann auch gesehen am Ende, dass 60 von der Bank noch mal deutlich nachlegen konnte. Und unsere Bank war sehr, sehr dünn gesät. Deshalb können wir mit dem Punkt eigentlich zufrieden sein. Spielanalyse? Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, Fußball zu spielen, was auf dem Platz nicht ganz einfach war. Die Jungs haben es trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Die 60er haben sehr viel mit langen Bällen gespielt. Am Schluss mussten wir das Spiel auch etwas umstellen, weil der Platz immer schlechter wurde. Da haben wir auch mit langen Bällen gespielt. Dann war das Spiel nicht mehr ganz so ansehnlich und hat maßgeblich von der Spannung dann gelebt. Ihr Torschütze hat gemeint, hat ein Chancenplus gesehen und ist eigentlich unzufrieden. Hätte gemeint, dass mehr für Karlsruhe drin gewesen wäre. Ja, aber die 60er haben eine Riesenchance gehabt, wo Nubi Heger sensationell hält. Also klar, wir hatten vielleicht die Mehrzahl der eindeutigen Chancen. Aber ja, ich sag, beide Mannschaften haben sich voll reingehauen. Es war kein hochklassiges Spiel, aber ein Spiel, wo beide wirklich sehr viel investiert haben. Und wir hätten gern gewonnen, aber wir haben nächste Woche dann wieder die Gelegenheit. Sie haben es angesprochen, nächste Woche Hoffenheim, Auswärtsspiel. Was wird das für ein Spiel? Was meinen Sie? Es wird ein sehr, sehr schweres Spiel für uns. Wir müssen schauen, wer diesmal zu U19 dazugeht. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Spieler runter. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir wieder ähnlich viel Kraft auch investieren und Laufbereitschaft. Und dann haben wir gegen Hoffenheim sicherlich auch eine Chance. In der Vorrunde haben wir ja bewiesen, dass wir auch die schlagen können. Sie sind ja jetzt in der Winterpause neu zur Mannschaft hinzugekommen. Können Sie ein paar Worte dazu sagen, wie der Wechsel vonstatten ging und was sich jetzt geändert hat? Ja, schon zwei Spieltage vor der Winterpause wurden die Mannschaften getauscht. Ich bin zu U17, der Lukas Kwasniok zu U19. Für mich hat sich relativ wenig geändert, weil ich die U17 ja als U19-Trainer auch schon sehr, sehr gut kannte, die Spiele verfolgt habe und von dem her war es ein fließender Übergang. Was denken Sie, was kann man jetzt in der Rückrunde von Ihrer Mannschaft erwarten? Was haben Sie sich vorgenommen? Wir geben unser Bestes. Wir sind ein NLZ, also steht die Ausbildung der Spieler erstmal im Vordergrund. Aber wenn die Ergebnisse so sind wie in der Vorrunde und wenn wir sagen wir, auf einem ähnlichen Tabellenplatz dann einlaufen, dann sind wir sehr zufrieden, haben wir hier auch gut gearbeitet.